sicherlich nicht das Projekt, das die deutsche Energiewende rockt. Aber ich glaube, da ist noch ein anderer Aspekt in einer Position, in der wir schlecht reagieren können. Und in China ist es ja noch viel schlimmer. Richtig, uns vielleicht auch mehr Freiheit geben zu sagen, pass mal auf, Leute, so geht das nicht. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian und zwar herzlich willkommen wieder mal zu den aktuellen Worten zum Freitag. Ihr wisst schon, meiner kleinen Serie zu den Themen, die mir so besonders in der Woche durch den Kopf gegangen sind. Ihr seht gerade, ich bin hier gerade unterwegs. Ich komme gerade von einem Videotermin. Steve und ich haben gerade ein sehr spannendes Video aufgenommen in Berlin. Das kommt dann demnächst auf den Kanal. Und ich bin mit dem Roller unterwegs und ich habe jetzt mal hier angehalten, um dieses kleine Video für euch aufzunehmen. Und zwar könnt ihr es vielleicht erkennen, ich weiß nicht, ob ihr es genau sehen könnt. Hier ungefähr müsstet ihr eine kleine Solaranlage sehen können. Das ist eine Solaranlage von einem Privathaus. Ich drehe jetzt mal die Kamera weg, man soll ja das jetzt nicht sehen, sondern nur mich. Und zwar ist das eine Solaranlage, die schon existiert, seit ich hier in Berlin-Dahlem mal zu Studienzeiten, also vor Gott, 25, fast 30 Jahren, um Gottes Willen, als Student für die Post unterwegs war und hier Post ausgetragen habe, da ist mir diese Anlage schon aufgefallen. Das ist nämlich eine der ersten Solaranlagen, die in Berlin Ende der 90er ungefähr aufgebaut wurde im Rahmen des 1000-Dächer-Programms. So lange liefert diese Anlage hier schon sauberen Strom. Und warum ich das jetzt hier erwähne, ist ganz einfach, denn in dieser Woche hat mich besonders beschäftigt ein Thema, das groß durch die Presse gegangen ist. Klar, ihr könnt es vielleicht erahnen, es geht um die Ereignisse in Belarus. Und dort ist ja ein Blogger sozusagen aus einem Flugzeug entführt worden. Und ja, ihr könnt das in der aktuellen Berichterstattung verfolgen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich werde mal trotzdem versuchen, das hier durchzuziehen. Und was mich dabei so beschäftigt ist, ich finde, das ist ein extremer Angriff auf unsere Freiheit, ein extremer Angriff auch auf die Freiheit der Meinung. Sowohl dieser Blogger als ja auch letztlich Steve und ich, wir machen auch letztlich alle zusammen Social Media. Wir haben hier die Möglichkeit, auf den diversen Kanälen unsere Meinung zu äußern, mit euch in Diskussion zu kommen, sich auszutauschen, sich zu streiten, sich auch mal einer Meinung zu sein. Und das finden wir einfach großartig. Und letztlich ist es so, jetzt muss ich mal warten, hier fährt gerade ein dicker LKW vorbei. Ist es ja so, dass wir hier in Europa auf einem Kontinent leben, in dem, oder ich sag's mal andersrum, mir ist jetzt im Moment kein anderer Kontinent bekannt, vielleicht mit Ausnahme von Australien, ich weiß nicht so genau, auf dem wir so viel Freiheit haben, so viel politische Freiheit haben, aber es gelingt uns irgendwie nicht, gegen diese Ereignisse, die dort in Russland und Belarus irgendwie stattfinden, vernünftig vorzugehen. Es wird aus meiner Sicht viel geredet, aber vielleicht viel zu wenig gehandelt, das ist zumindest mein Eindruck. Und vielleicht liegt es auch daran, und das ist so ein bisschen das Thema, was ich heute ansprechen wollte, dass wir viel zu abhängig sind, insbesondere von Russland. Viel zu abhängig sind von den Energielieferungen, die wir von dort bekommen, sei es Öl, sei es Gas, sei es, ja, was weiß ich was, in Zukunft vielleicht Wasserstoff, der dann dort auf der Basis von Erdgas vielleicht aus russischen Kernkraftwerken gewonnen wird. Und ehrlich gesagt, das will ich nicht. Und ich vermute mal, oder meine Meinung ist, weil wir so abhängig sind, sind wir auch so ein bisschen machtlos und stehen der Sache so ein bisschen gegenüber und wissen eigentlich gar nicht, wie wir reagieren sollen. Also wir heißt die Politik, weil wenn man sich zu sehr mit Russland streitet oder mit wem auch immer, dann könnte es ja sein, dass die versehentlich, vielleicht wegen einer Bombendrohung, die Erdgasleitung zudrehen. Ihr könnt ja mal nachgucken, da gibt es nämlich auch Erdgasleitungen, die über Russland durch Belarus nach Europa führen und uns hier mit Erdgas versorgen. Und wir haben, und wir reden die ganze Zeit über die Energiewende, und wir haben die Möglichkeiten, uns davon unabhängig zu machen. Und gestern am Donnerstag ist ja auch ganz offiziell Nordlink in Betrieb gegangen. Ihr könnt euch das Video zu Nordlink mal angucken. Diese DC-Verbindungsleitung zwischen Norwegen und Norddeutschland. Aus meiner Sicht ein ganz tolles Projekt. Sicherlich nicht das Projekt, das die deutsche Energiewende rockt, aber zumindest ein ganz wichtiger Baustein. Und das zeigt eigentlich, dass dieser Kontinent Europa, wenn er zusammenrückt und wenn jeder seine Stärken einbringt in das Thema Energiewende, Norwegen vielleicht seine Wasserkraft und seine Speicher, wir unsere Windkraft und Südeuropa vielleicht die Sonnenenergie verstärkt einbringen, dass wir es gemeinsam schaffen können, in diesem Kontinent Frieden und Freiheit irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wenn wir über das Thema Energiewende und Elektromobilität und erneuerbare Energien sprechen, dann ist es doch häufig so, dass wir irgendwie überwiegend über das Thema Klimaschutz sprechen. Das ist ja auch richtig. Aber ich glaube, da ist noch ein anderer Aspekt, nämlich die Nutzung erneuerbarer Energien, die kann uns auch ein Stück weit Unabhängigkeit und damit Frieden und Freiheit irgendwie bringen. Und vielleicht sollten wir in Zukunft ein bisschen mehr, wenn wir über diese Themen diskutieren, und vielleicht auch mit Leuten diskutieren, die die Energiewende ablehnen, die dann einfach mal fragen, naja, wie siehst du das denn? Willst du denn lieber in Zukunft weiter abhängig sein von Russland oder vielleicht von Erdgaslieferungen aus den USA?
Oder wollen wir nicht vielleicht die Sache doch mehr in die eigene Hand nehmen? Nicht, dass wir uns abschotten von anderen Ländern, weil Handel ist auch wichtig, um auch weltweit global Frieden zu erhalten und Wohlstand woanders auch zu ermöglichen. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, diese hohe Abhängigkeit, die wir haben, hat uns politisch in eine gewisse Sackgasse gebracht, in eine Position, in der wir schlecht reagieren können. Das ist zumindest meine Meinung. Und mehr erneuerbare Energien würde uns vielleicht auch mehr Freiheit geben, zu sagen, pass mal auf, Leute, so geht das nicht. Wir können darauf entsprechend auch reagieren, indem wir eben kein Erdgas mehr von euch kaufen oder was auch immer. Keine Ahnung. Die Welt ist nicht schwarz und nicht weiß, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber die Welt ist voller Möglichkeiten und wir haben diese Möglichkeiten. Und wie gesagt, das ist eine so eine Möglichkeit. Also wie ich schon oft gesagt habe, lasst es uns anpacken, lasst es uns machen. Für uns, für unsere Freiheit, für die, die ranwachsen, für die, die kommen. Und wie gesagt, wenn ihr wieder mal diskutiert mit Leuten über die Sinnhaftigkeit der Energiewende, dann bringt doch auch mal dieses Argument mit rein. Unabhängigkeit, Friedenssicherung, Freiheit. Ich weiß, das will ich jetzt noch anhängen. Ich weiß natürlich, dass jetzt ganz viele sagen werden, ja, die Akkus in deinem E-Roller und die Akkus in deinem Hausspeicher und die Akkus in deinem Elektroauto, die kommen ja alle aus China. Und in China ist es ja noch viel schlimmer. Richtig. In China ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist auch gar keine Frage. Deswegen ist es ja gut, dass dieser Kontinent Europa sich jetzt auch auf den Weg gemacht hat, selber Batteriezellen zu erstellen. Und wir haben auch in Deutschland zum Beispiel Lithiumquellen, die wir nutzen können. Und wir müssen ja auch nicht mit, beziehungsweise wir werden sicherlich auch noch die Technik weiterentwickeln. Und von daher, lasst uns unsere eigenen Stärken hier nutzen, um uns ein bisschen mehr abzusichern gegen solche Angriffe auf unsere Demokratie, auf unsere Freiheit. Denn das finde ich unerträglich. Und das wollte ich mit euch heute einfach mal geteilt haben. In dem Sinne, habt euch wohl. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Spätestens bis zur nächsten Live-Sendung oder demnächst zu einem anderen Video hier bei uns auf dem Kanal. Vielen Dank, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss an dieser Stelle. Ciao, ciao.